Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir sind gerade hier auf der Nordschleife. Pünktlich, 17.15 Uhr hat sie gerade geöffnet, denn jetzt sind die ganzen Touristenfahrten. Ich glaube, ich war noch nie so pünktlich hier in der Nordschleife und habe überhaupt hier mal so richtig zugeguckt. Das ist jetzt ein richtiges Highlight. Ich sehe auch so viele Autos aus anderen Ländern. Es ist crazy, wo die alle herkommen. Ich werde heute auch selber mitfahren und zwar mit dem lieben Markus, der ist da hinten, mit dem Renntaxi von Hyundai. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht so richtig, was mich erwartet. Es wird verrückt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, habe ein bisschen Angst. Mal gucken, weil der ist schon ein richtig verrückter Typ. Der hat auch schon, ist auch bei Rennen mitgefahren, alles Mögliche. Und bevor es losgeht, das ist dein lieber Markus. Und du bist schon das ein oder andere Rennen auch gefahren, ne? Das ein oder andere. Es war eine ganz furchtbare Missentwicklung in meiner Jugend und Kindheit. Ja. Ja, und irgendwann kam es dazu, da konnte ich es mir leisten und dann bin ich auch gefahren. Ah ja, ganz verrückt. Ich habe schon einige Dinge über dich gehört, also es ist wohl. Du machst mir jetzt mehr Angst als ich dir. Also ich bin echt aufgeregt, muss ich sagen. Ich auch. Wir fahren mit dem Standard i30, ne? Jawohl, das ist der i30N Performance. Ja. Fastback. Okay, wie viel PS hat der? 280 PS, 280. 8 Gang Doppelkupplungsgetriebe. Okay, was denkst du, wie viele Porsche-Autos werden wir heute überholen? Du weißt ja, keinen Druck aufbauen, bevor wir starten. Stimmt. Ich bin stets bemüht. Okay, gut. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein, dann geht's los. Okay, let's go. So. Machen wir es uns gemütlich. Na klar. Oder was lachst denn du so wie ein Teufel? Wer ich? Ja, du. Setz was vor. Der ist auch nicht. Der kommt nicht. Komm nicht ran. Ich komm da dran. Mann, die Parkhaus. Aussteigen. Ja. Ich bin schon ein bisschen nervös. Aber du hast ja heute schon Nordschleife eigentlich kennengelernt. Ja, und ich kenne jetzt sogar so ein bisschen die Strecke. Das ich ist auch. Ja schon so. Normalerweise bin ich ja für die Grünpflege zuständig bei uns. Okay. Ich fahre meistens nur so einen Rasentraktor. Geisteskrank, der blinkt direkt. Ich habe schon so lange gebremst. Ne? Warum machst du das? Bremst verliert Anhänger. Oh Gott, du triffst es ja rein. Da ging die Rückfahrkamera. Das wird gerade hoch. Ja, nur so ein bisschen. Was? Alter, was ist denn hier los? Anhänger, achte auf die Kameraführung, ganz wichtig. Ich bin in die Wand gefahren. Hier ist in der Wand gefahren, der andere. Geisteskrank. Was ist denn hier los? Du machst Plus auf jeden Fall. Oh fliegt schon Gott, Digga. Krass! Alter! Boah, wie das hier einen runterdrückt, ne? Ja, warte erstmal da hinten. Boah, geisteskrank! Shit! Shit! Hier ist doch Dreck. Hier ist doch schon jemand irgendwie in Dreck gefahren, okay. Gott, Alter! Also ich werde nie im Leben hier mit dem Motorrad langfahren. Nein, ich bitte euch, ich mach das nicht. Nee, mach dich rüber! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Ich. Oh, geisteskrank! Das sieht ja fast so aus wie bei mir. Ich habe mich echt schon heftig gefühlt, ja, aber das ist ja geisteskrank. Da denkt man gar nicht, dass sowas geht. So, also wenn ja das Kamerabild jetzt gerade halten kann, ganz starke Arme. Oh, sieht ihr uns? Oh. Geisteskrank! Geisteskrank! Ich hab also, das ist ja. Hä? Wie kann man denn nur so perfekt? Naja, die komm, Kurve. Perfekt sind wir mal weg. Alter, ich find's krass. Oh. Jo! Wäre ich. Ich find's auch schwer, meinen Arm hier so zu halten. Aber es doch. Leute, also wenn ich so dran denke, dass wir gerade unsere Rennlizenz machen, bin ich ja geisteskrank weit entfernt noch von so einem Rennen, glaube ich. Wenn ich sowas sehe. Die überrunden mich ja dreimal. Ja. Ja. Hey. Oh, was? Oh, der schleicht, das sehe ich sofort. Er weiß nicht. Boah, jetzt schaut sich's hier. Der will hier wo campen oder was auf dem Platz? Ja, der sucht sich auf jeden Fall seinen Zeltplatz. Der sucht sich seinen Zeltplatz. Wir uns jetzt mal ein bisschen. Hier entspannen wir uns mal ein bisschen.
geht's dir gut da hinten eigentlich? Ja. Das Arm- und Schultertraining meines Lebens. Oh, hier ist der Stau. Was ist denn hier los? Soll ich euch mal sagen, aber dass ich die Kurve richtig liebe, dass ich die richtig gut mitnehme, da bin ich. Ich sag Reifenabrieb. Oh, jetzt kriege ich. Oh, was war machen denn hier? Ja, ja, aber ich bin Beifahrer, das ist was anderes. Ja, da ist der Form! Dafür ist die Tribüne da. Oh nee, das sind Moped-Fahrer. Das ist aber zum Glück, sieht man die hier schon ganz gut. Boah, Alter, das hat ja richtig rübergeschoben. Oh Gott, der weiß doch gar nicht hier. Gott, der sieht uns auf jeden Fall nicht. Das zählt schon wieder als Auto. Oh Gott, pass auf. Oh Gott, was hat der denn für ein Schiff? Oh Gott. Ich liebe Motorradfahren, ich fahre selber Motorrad. Ja. Das hat hier nichts zu suchen. Nee, finde ich auch nicht. Das ist super gefährlich mit dem Moped. Niemals. Alter. Boah. Boah. Noch eine Runde schaffen, meine Moped. Nein. Das ist eine Frechheit, wie entspannt du bist. Das ist so frech. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich richtig sagen soll. Das war so verrückt. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also ich habe auch schon gerade erzählt, mein Arm hier rechts ist so dick, einfach vom Kamerahalt. Ich habe mich da versucht, so festzuhalten mit meinem Bein oder so, weil ich nicht wusste, wohin mit mir. Das war so verrückt, echt. Danke, aber es hat sich trotzdem richtig sicher angefühlt, muss ich schon sagen. Also ja. Für mich war es entspannt. Wie viel Prozent waren das jetzt? Also du gehst ja natürlich jetzt nicht ans 100%, aber... Dadurch, dass wir relativ viel Verkehr hatten und wir mit Gästen dabei, da fahren wir 80-85%. 80%? Das hat sich trotzdem, also ich weiß es ja, dass es nicht 100% oder 110% waren, aber 80% haben sich wirklich schon wie Grenze angefühlt. Ja, das Auto bewegt sich recht sportiv, sag ich. Wahnsinn, deswegen vielen lieben Dank. Sehr gerne, es war mir eine Ehre. Danke, danke mir auch. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Hamburg, war ein langer Tag. Und ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Servus.